Und ich darf den Tagesordnungspunkt 47 aufrufen, der Entschließungsantrag der genannten Fraktionen. Und ich darf als erstem Redner dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, dem Kollegen Michael Boddenberg, das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, das ist der Setzpunkt der CDU. Aber ich will zunächst sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein Setzpunkt, bei dem ich sehr dankbar bin, liebe Frau Kollegin Faeser und Herr Kollege Rock, dass wir ihn zu einem gemeinsamen Setzpunkt machen heute Morgen. Das will ich voranschicken und mich dafür bedanken, dass wir auch einen gemeinsamen Antrag in den Hessischen Landtag anbringen zu einem Thema, das uns gerade in diesen Tagen, aber nicht erst seit diesen Tagen umtreibt. Herzlichen Dank dafür. Die Förderung jüdischen Lebens in Deutschland, das Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel und der entschiedene Kampf gegen alle Erscheinungsformen des Antisemitismus sind keine üblichen Gegenstände politischer Diskussion, sondern unverrückbare Eckpfeiler unserer Werteordnung in Deutschland. Antisemitismus ist die Gemeinsamkeit aller Extremisten. Der Kampf gegen den Antisemitismus ist die Gemeinsamkeit aller Demokraten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mache das sehr selten. Ich habe mich gerade selbst zitiert. Das waren meine letzten Sätze in einer Rede von vor etwa einem Jahr, als wir uns damals schon zum wiederholten Male mit dem Zunehmen von Antisemitismus in unserem Lande beschäftigen mussten, meine Kolleginnen und Kollegen. Und es muss uns alle betroffen machen, dass wir heute erneut darüber reden müssen. Es gab genau heute vor drei Wochen einen traurigen Anlass in Halle, einer Stadt, die damit international traurige Berühmtheit erlangt hat, bei der zwei Menschen ums Leben gekommen sind, die nicht jüdischen Glaubens waren, aber bei der die Zielsetzung des potenziellen, mutmaßlichen, wahrscheinlichen Täters genau die war, die er beschrieben hat in seinen ersten Vernehmungen, nämlich dass er vorhatte, gegen Menschen, die in der jüdischen Synagoge in Halle den höchsten jüdischen Feiertag feiern wollten, mit Macht, mit Gewalt vorzugehen und möglichst viele dieser Menschen zu töten. Und drei Wochen nach diesem Ereignis ist es bei Lektüre der Zeitungen oder der Medien fast schon wieder so, dass andere Ereignisse dieses Ereignis in den Schatten stellen und Menschen in unserer Gesellschaft schlichtweg auch überfordert sind, tagtäglich diese vielen Horror- und Schreckensmeldungen überhaupt zu verarbeiten, dürfen trotzdem nicht dazu führen, dass wir vergessen, dass wir gerade, wenn es um die Frage des Antisemitismus geht, eine besondere Verantwortung haben, alle miteinander, nicht nur hier im Landtag, nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern jeder Einzelne und jede Einzelne in unserer Gesellschaft. Wir haben gerade heute erneut zur Kenntnis nehmen müssen und gestern zur Kenntnis nehmen müssen, dass es nahezu täglich Übergriffe gibt. Am Montag ein 70-jähriger Mann angegriffen worden ist, nur weil er offensichtlich jüdischen Glaubens ist. Gestern hat der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg seine Aktivitäten auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken wie Facebook eingestellt, weil er es nicht mehr aushält, wie dort mit Hass, Hetze und Drohungen gegen ihn und seine Familie agitiert wird. Und er sagt schlicht und einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten, und es ist mir jetzt zu viel geworden. Kolleginnen und Kollegen, der Deutsche Bundestag wird sich und hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Heute legt das Bundeskabinett einen 10-Punkte-Plan vor. Aber es ist eben nicht nur die Aufgabe von Politik. Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen, sich dessen bewusst zu werden, dass Gewalt gegen Menschen, egal aus welcher Motivation heraus, niemals eine Rechtfertigung haben können. Und das sage ich auch Kolleginnen und Kollegen in Richtung derjenigen Menschen in unserem Land, die zu uns gekommen sind, aus einer
Tradition heraus ihrer arabischen Herkunft meinen, dass die teilweise durchaus legitime Kritik an der Politik Israels eben auch dazu berechtigt, gegen jeden, der in irgendeiner Form der Religion der Juden angehört oder in irgendeiner Form mit Israel zu identifizieren ist, Gewalt ein probates Mittel ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier müssen wir glasklare Grenzen setzen, der Staat an jeder Stelle seiner Verantwortung nachkommen. Und wir alle müssen uns gemeinsam darauf verständigen, dass es niemals einen Grund gibt, sich so zu verhalten, wie das auch und gerade von Teilen der Migranten stattfindet. Ja, es ist unsere moralische Verpflichtung, gegen die unerträglichen Parolen, Hasskommentare, Verleumdungen, Bedrohungen im Netz vorzugehen. Wir haben leider auch hier in Hessen in diesem Jahr besonderen Grund dafür, spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, das nicht einfach nur als eine Erscheinung dieser Tage hinzunehmen, sondern schlichtweg uns die Frage zu stellen, wo beginnt dieser Hass und wo beginnt diese Eskalation von Sprache? Ja, ich glaube, sie beginnt auch in Parlamenten. Sie wird befeuert und bewusst befördert von Teilen von Parteien, auch hier im Hessischen Landtag, indem zunächst einmal, wenn es um die Frage der geschichtlichen Verantwortung der Deutschen geht, verharmlost, relativiert wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der AfD, ich würde mich schämen, wenn ich in einer Partei wäre, in der Menschen an der Spitze sind, die genau das tun und damit den Boden bereiten für eine Stimmung in unserem Land, wie wir sie zunehmend in den letzten Jahren leider zur Kenntnis nehmen müssen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind darüber hinaus alle gefordert. Wir sind darüber hinaus alle gefordert, wo immer wir es können, unsere eigene Sprache, aber auch die Sprache im Kollegenkreis, in unseren Familien, bei unseren Freunden, am Stammtisch, im Fußballverein auf einen Prüfstand zu stellen, und zwar bei jedweder Gelegenheit und nicht etwa mal darüber hinwegzuhören, weil naja, das sagt man halt heute so. Und Du Jude als Schimpfwort auf Schulhöfen ist eine Form dieser sprachlichen Gewalt und Auseinandersetzung, die inakzeptabel ist. Verhalten auf Fußballplätzen ist eine weitere. Und das hat jetzt nichts mit dem Thema Antisemitismus zu hören. Erschrecken muss uns doch, wenn in Großbritannien in diesen Tagen Umfragen sagen, dass ein ganz großer Teil der Gesellschaft in Großbritannien, der Menschen dort, der Meinung sind, dass auch Gewalt gegen Politiker ein probates Mittel in der Auseinandersetzung um den Brexit ist. Wie weit sind wir gekommen in den sogenannten westlichen Gesellschaften? All das muss uns umtreiben. All das treibt uns auch um. Die Landesregierung hat in der Frage des Antisemitismus immer wieder gemeinsam mit uns, häufig übrigens auch mit der Zustimmung weit über die Regierungsfraktionen hinaus, Maßstäbe gesetzt, ja, von der Jüdischen Akademie in Frankfurt, dem Jüdischen Museum in Frankfurt, den Holocaust-Professuren, die wir eingerichtet haben, natürlich auch den Antisemitismusbeauftragten. Aber all das, meine Damen und Herren, darf nicht dazu führen, dass wir glauben, die Arbeit ist schon getan. Und wenn ich in diesen Tagen mit Menschen jüdischen Glaubens rede und die mir sagen, es ist so eine gewisse Ritualisierung zu spüren, dann zeigt das doch, dass all das zwar zur Kenntnis genommen wird, auch nicht kritisiert wird, im Gegenteil begrüßt wird. Aber Menschen jüdischen Glaubens in unserem Land eine andere Erwartungshaltung haben, dass sie nämlich darauf bauen können, dass Artikel 1 des Grundgesetzes gilt, dass er nicht nur aufgeschrieben ist, vor 70 Jahren den wesentlichen Eckpfeiler unserer gesellschaftlichen Ordnung, unserer Moral, unserer Haltung definiert hat, sondern schlichtweg auch uns alle einbezogen hat. Denn es ist nicht nur der erste Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist der zweite Absatz, der nicht nur von der Staatsgewalt, wie im ersten Absatz, spricht, sondern das deutsche Volk bekennt sich darum, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wir alle sind mit diesem Grundgesetz gemeint, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen ist meine letzte Bemerkung: Das Schlimmste, was wir beobachten können, ist in Teilen unserer Gesellschaft eine Teilnahmslosigkeit, eine Gleichgültigkeit,
so als seien es ganz normale Vorgänge und Ereignisse in einer Gesellschaft, die nun einmal so ist, wie sie ist. Ich weiß nicht, wem dieses Zitat zuzuschreiben ist. Es wird darüber gesprochen. Aber ich will mit einem Zitat schließen, das angeblich ein Philosoph im 18. Jahrhundert, ein britisch-irischer Philosoph, schon damals eine, wie ich finde, sehr zentrale Botschaft an die Menschlichkeit gesandt hat, die auch Verantwortung bedeutet, indem er formuliert, für den Triumph des Bösen reicht es aus, wenn die Guten einfach nichts tun. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Satz, möglicherweise 250 Jahre alt, ist heute so gültig wie damals. Und wir alle müssen uns dem stellen, was dieser Satz ausdrückt, nämlich diejenigen sein, die nicht nur Gutes denken, die nicht nur Gutes wollen, sondern auch diejenigen, die etwas anderes wollen, an den Pranger stellen, strafrechtlich verfolgen, aber auch moralisch in eine Ecke stellen, wo sie hingehören. Haltung, Anstand ist eine Angelegenheit, die jeden Einzelnen von uns betrifft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist deren Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte am 9. Oktober, am Tag des furchtbaren Anschlages, ich zitiere, dass nach diesem Attentat es nicht möglich sei, zur Tagesordnung überzugehen. Dieser Angriff war ein versuchter Massenmord an unseren jüdischen Mitbürgern. Es war ein Angriff auf uns alle. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte den 9. Oktober 2019 einen Tag der Scham und der Schande für unser Land. Sehr richtig, meine Damen und Herren, dieses furchtbare Attentat, bei dem zwei Menschen getötet wurden, war ein Anschlag auf uns alle und ein Tag der Scham und Schande. Daher gilt unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl den Angehörigen der Betroffenen, deren Familien, deren Freunde und Hinterbliebenen und Verletzten und Betroffenen. Dieser furchtbare Anschlag galt offenbar der örtlichen jüdischen Gemeinde in Halle, die den höchsten jüdischen Feiertag in der Synagoge feiern wollte. Dieser Angriff, meine Damen und Herren, ist aufs Schärfste zu verurteilen, denn die jüdische Gemeinde entging nur ganz knapp einer furchtbaren Katastrophe. Es ist gut und richtig, dass in Halle, in der Bundesrepublik Deutschland, auch hier in Hessen, am Tag danach und in wenigen Tagen danach Menschen nach draußen gegangen sind vor die Synagogen und auch passende Worte dafür gefunden haben. Auch in Frankfurt fand am 13. Oktober vor der Frankfurter Westend-Synagoge eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags von Halle statt. Die Stadt Frankfurt, die jüdische Gemeinde und das Römerberg-Bündnis hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Für den Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt sprach Marc Grünbaum als Vorstandsmitglied. Er sprach dort eine sehr bewegende Rede. Und ich möchte einen Teil hier zitieren, weil es, glaube ich, zeigt, wie sehr uns diese Tat im Mark erschüttert. Ich zitiere: Der 11-jährige Sohn von Freunden von mir, der die Gespräche über den Anschlag in Halle während der Mittagspause des Yom Kippur-Gottesdienstes mitbekommen hatte, war am Donnerstag so verängstigt, dass er abends nicht mehr in die Synagoge zum Abschluss des Yom Kippur gehen wollte. Wir Erwachsene, wir haben gelernt, mit Bedrohungen umzugehen, aber es ist eine Tragödie, dass unsere Kinder mit solchen Ängsten aufwachsen müssen. Sie kennen Bewachung durch Polizei und unsere eigenen Sicherheitskräfte. Sie kennen Überwachungskameras, Zäune und Panzerglas. Wir müssen ihnen beibringen, wie sie sich in Gefahrensituationen im Kindergarten oder Schule zu verhalten haben. Aber die Gefahr bleibt dennoch für sie abstrakt. Die Gefahr bleibt immer so etwas wie ein Spiel, eine Fantasie in der kindlichen Vorstellungswelt. Halle und die Bedrohung, wie die Verfilmung der Märchen der Gebrüder Grimm, dem Reich der Fantasie, hat Halle es den Kindern entrissen.
Und dies, meine Damen und Herren, schmerzt so sehr und macht uns alle so wütend. Wir müssen daher alles dafür tun, dass solche Anschläge verhindert werden. Der entschiedene und unbedingte Kampf gegen Antisemitismus ist Teil des deutschen Selbstverständnisses und der geschichtlichen Verantwortung. Deshalb ist es so richtig, wie wir in unserem gemeinsamen Antrag formuliert haben, wer Menschen wegen ihrer jüdischen Identität diffamiert oder angreift, ihre Freiheit oder Sichtbarkeit einschränken will oder diese bedroht oder gar die Religions- und Weltanschauungsfreiheit infrage stellt, wird auf unser aller entschiedenen Widerstand stoßen, meine Damen und Herren. Jüdisches Leben ist ein unverzichtbarer und wertvoller Bestandteil der deutschen Geschichte und Gesellschaft und bereichert uns. Und abgesehen von der furchtbaren Shoah und dem Massenmord in Hessen, können wir in Hessen wieder stolz und dankbar und glücklich sein, dass 74 Jahre nach dem Zivilisationsbruch von Auschwitz auch in Hessen wieder ein vielfältiges jüdisches Leben haben. Und das ist es doch, warum es uns so wehtut, dass jetzt nach dem Anschlag von Halle wir lesen müssen, dass manche dieser Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen. Um das zu verhindern, müssen wir allen Erscheinungsformen des Antisemitismus entgegentreten, egal von welcher Seite. Antisemitismus bedroht zuerst Juden und Jüdinnen. Doch natürlich geht Antisemitismus uns alle an, denn er vergiftet unser Zusammenleben und tritt unsere demokratischen Werte mit Füßen. Die überwiegende Mehrzahl der antisemitistischen Straftaten sind eindeutig rechtsextrem motiviert. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass wir es in Deutschland auch mit anderen Formen von Antisemitismus durch Linksextreme und Islamisten zu tun haben. Aber hier, meine Damen und Herren, handelt es sich um einen mutmaßlichen Täter, und der ist eindeutig Rechtsextremist. Es ist falsch, beim Anschlag von Halle von einer Einzeltat zu sprechen. Diese Tat hat ein konkretes Umfeld. Der Täter suchte den Beifall der rechtsextremen Szene im Netz. Als dieser Attentäter seine eigenen Morde filmte und diese in perfider Weise im Netz einstellte, lieferte er dazu folgende vorgebliche, in Anführungszeichen, Rechtfertigung. Ich zitiere aus der Zeit, er sei überzeugt, dass der Holocaust niemals stattgefunden hat. Das Ganze, was man dort lesen kann, ist ein Manifest des Hasses. Hass auf Jüdinnen und Juden, Hass auf Musliminnen und Muslime, Hass auf Frauen, die selbstbestimmt leben, Hass auf Linke und Andersdenkende. Diese Feindbilder kennzeichnen die rechtsextremistische und antisemitistische Motivation des Täters, die der Generalbundesanwalt festgestellt hat. Die Tat von Halle, das haben Sie gesagt, Herr Boddenberg, steht nicht alleine da, sondern sie steht in einer Reihe mit anderen schrecklichen rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland. Und es gehört leider an Übergriffen auch zur Tagesordnung. Ich denke, ich will einige der rechtsextremistischen Gewalttaten hier heute benennen, weil ich finde, es gehört dazu. Ich nenne beispielsweise die furchtbaren Übergriffe auf Rostock-Lichtenhagen, auf Asylbewerberunterkünfte in Mölln, in Solingen, Hoyerswerda, die grauenvollen NSU-Morde, die dieses Land erschüttert haben, und zuletzt natürlich für uns besonders bitter der Mord an Walter Lübcke. Und das ist leider nur ein winziger Ausschnitt von rechtsextremen Gewalttaten. Niemand, meine Damen und Herren, kann mehr bestreiten, dass wir ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland haben. Und Halle hat auch gezeigt, jeder und jede kann zum Opfer werden. Die Innenminister haben vor einigen Tagen ein Maßnahmenpaket zur besseren Bekämpfung des Rechtsextremismus und Antisemitismus vereinbart. Das Kabinett in Berlin wird heute darüber beraten. Aber diese technischen und gesetzlichen Maßnahmen reichen beileibe nicht. Wir müssen uns als Gesellschaft denen politisch entgegenstellen, die heute innerhalb und außerhalb der Parlamente eine neue Machtergreifungsstrategie und diese Ausgrenzungsphilosophie verfolgen, meine Damen und Herren.
Und leider mussten wir am Sonntag wieder feststellen, dass eine geschichtsrevisionistische und menschenverachtende, demokratiefeindliche Politik wie die der AfD in Thüringen zu einem Wahlerfolg geführt hat, die, und das tut die AfD in allen Parlamenten, und das werfe ich Ihnen hier auch im Hessischen Landtag vor, dass sie bewusst durch Zweideutigkeiten und offener Toleranz gegenüber Rechtsextremen, Antisemiten und rechten Gedankengut diese Grenze in der Gesellschaft, die so wichtig wäre, einzuhalten, bewusst verschieben. Und das findet den Widerstand von uns Demokraten. Denn es ist, und das müssen Sie sich sagen lassen, es ist die Verrohung der Sprache und die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas, die unmittelbar zu diesem rechtsextremistischen Täter in Halle geführt haben. Und wenn Ihr Vorsitzender des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag einen Tweet teilt, in dem gefragt wurde, warum Politiker nach dem Anschlag, ich zitiere, mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rumlungern, dann ist das, meine Damen und Herren, menschenverachtend, völlig inakzeptabel, und davon muss sich auch die hessische AfD distanzieren. Jeder Einzelne von uns muss sehr viel tun im Alltag, bei Freunden, am Arbeitsplatz. Das ist das Wichtige dieser Tage, Haltung zu zeigen und auch durchzusetzen und sich nicht wegzuducken. Aber als Gesellschaft, als Parlament müssen wir in die Bildung investieren. Wir müssen in Demokratieerziehung und politische Bildung investieren. Das ist das Allerwichtigste. Wir müssen bei den Kleinsten anfangen, dass sie keinerlei Unterschiede machen, wo ein Mensch herkommt oder woran er glaubt. Das ist das Entscheidende dieser Stunde. Und da muss auch ein wichtiges Signal heute von diesem Parlament ausgehen, meine Damen und Herren. Halle, meine Damen und Herren, sollte aus meiner Sicht der Beginn eines ernsthaftes Umdenken werden. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Und ich glaube und hoffe, dass wir heute mit diesem Antrag und dieser Diskussion einen Beitrag dazu leisten können, gegen Hass und Ausgrenzung in unserem Land. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Für die GRÜNEN erteile ich Herrn Fraktionsvorsitzenden Matthias Wagner das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir gedenken mit dieser Debatte den Toten und Verletzten des rechtsextremistischen Anschlags von Halle. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen, bei den Freunden und bei der Familie. Zwei Menschen wurden ermordet, weitere wurden schwer verletzt. Das allein wäre schrecklich genug. Wäre es nach dem Täter gegangen, wäre es in Halle noch viel schrecklicher gekommen. Wir müssen uns noch einmal vergegenwärtigen, was dort in Halle geplant war, was der Täter vorhatte, wie perfide, wie menschenverachtend es war. Er zog der Täter am 9. Oktober los, um in der Synagoge von Halle einen Massenmord an Menschen jüdischen Glaubens zu begehen. Geplant, angekündigt, ins Internet live übertragen, gezielt, mitten in Deutschland im Jahr 2019. Das war ein Anschlag auf alles, was unser Land ausmacht. Es war ein Anschlag auf unsere Grundwerte. Es war ein Anschlag auf unsere historische Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland. Es war ein Anschlag auf das friedliche Zusammenleben aller Kulturen, aller Religionen, aller Menschen
in unserem Land. Und es bedarf auch einer klaren Antwort. Es war ein Anschlag auf uns alle. Das müssen wir ganz deutlich machen. Das ist ein Teil der Antwort auf den Anschlag von Halle. Und die weitere Antwort auf diesen Anschlag von Halle muss sein, in Deutschland, in Hessen ist kein Platz für Hass, ist kein Platz für Gewalt, ist kein Platz für Antisemitismus, ist kein Platz für Menschenfeindlichkeit. Wir weichen keinen Millimeter nach rechts in unserem Land. Und deshalb ist diese Debatte so wichtig, ist dieses Signal so wichtig, was dieser Landtag heute aussendet. Deshalb war es wichtig und richtig, dass sich alle Landesregierungen, die Bundesregierung, der Bundespräsident klar und deutlich geäußert haben, weil die Grenzen müssen klar sein in unserem Land. Und es muss auch klar sein, dass niemand die Gefahr, die vom Rechtsextremismus in unserem Land ausgeht, für das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft unterschätzt werden darf. Wir müssen alles tun, um dem entgegenzuwirken. Und, meine Damen und Herren, das gilt nicht erst seit dem schrecklichen Anschlag von Halle. Der Rechtsextremismus in unserem Land hatte schon vorher erschreckende Formen und ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Ich erinnere an die Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018, wo der Mord an einem jungen Mann von Rechtsextremisten instrumentalisiert wurde, um Hetzjagden auf Migrantinnen und Migranten, auf die Polizei, auf die Medien zu veranstalten. Ich erinnere an den Mord Juni 2019 an unserem Kollegen Walter Lübcke, wo ein Rechtsextremist einen Politiker aus nächster Nähe erschossen hat, mit der Begründung, dass er mit seiner Politik nicht einverstanden war und dass er glaubte, er müsse einen Mord begehen. Ich erinnere an Juli 2019 Wächtersbach, wo ein Rechtsextremist oder ein Mensch mit rechtsextremistischer Gesinnung auf offener Straße auf einen Mensch geschossen hat, wegen dessen Hautfarbe. Diese besonders schrecklichen Taten stehen beispielhaft für viele andere Taten, wo Rechtsextremisten gewalttätig werden oder versuchen, andere Menschen in unserem Land einzuschüchtern. Und, meine Damen und Herren, wenn wir uns das alles vor Augen führen, dann müssen wir uns, glaube ich, alle fragen, wie weit ist es in unserem Land eigentlich mittlerweile gekommen? Diese Frage sollte uns aber nicht hilflos, sie sollte uns auch nicht sprachlos machen. Sie muss Antrieb sein, überall und entschieden allen Formen des Rechtsextremismus entgegenzutreten. Und die Frage, wie weit ist es in unserem Land eigentlich schon gekommen, muss uns auch dazu führen, auf welchem gesellschaftlichen Nährboden die rechtsextremen Gedanken, die rechtsextremen Taten gedeihen können. Intoleranz, Verrohung und Hass beginnen immer im Kopf und in der Sprache. Alle Demokratinnen und Demokraten müssen mehr denn je deutlich machen, wo die Grenzen in unserem Land verlaufen. Jede und jeder darf in unserem Land alles sagen. Die Grenze verläuft aber eindeutig da, wo anderen die Würde und die Menschenrechte abgesprochen werden. Jeder darf in unserem Land Kritik an Institutionen, an Parteien, an Politikerinnen und Politikern verüben. Die Grenze verläuft dort, wo diese Menschen, die in diesen Institutionen tätig sind, verächtlich gemacht werden
wo ihre Legitimität und wo ihre Existenzberechtigung infrage gestellt werden, da verläuft die Grenze zum Rechtsextremismus. Jeder darf sich an lebhaften, kontroversen, strittigen Diskussionen beteiligen. Die Grenze verläuft allerdings dort, wo es beleidigend, einschüchternd oder sogar zu tätlichen Übergriffen kommt. Meine Damen und Herren, diese Grenzen müssen klar sein. Wir alle müssen sie immer wieder klar ziehen. Wir müssen sie alle wieder einfordern. Wir alle haben hier eine Verantwortung, darauf zu achten, dass diese Grenzen eingehalten werden. Und um diese Grenzen einzuhalten, reicht es nicht, einen wohlfeilen Änderungsantrag heute in diese Debatte einzubringen. Um diese Grenzen einzuhalten, bedarf es dann auch der Kraft, sich in der eigenen Partei von Kräften zu distanzieren, die diese Grenzen regelmäßig überschreiten. Wer mit Björn Höcke und anderen Vertretern in seiner Partei hat, die gemeinsam mit Pegida und mit Rechtsextremisten demonstrieren, und wer nicht die Kraft hat, sich klar und eindeutig nicht nur von diesen Menschen in seiner Partei zu distanzieren, sondern sie aus der Partei zu werfen, der braucht heute in diesem Landtag keine Änderungsanträge zu diesem Thema zu stellen. Die Verantwortung für die rechtsextremistischen Taten liegt bei den Tätern. Die Verantwortung für das gesellschaftliche Klima liegt bei uns allen, meine Damen und Herren. Und dieser Verantwortung sollten wir uns alle stellen, hier im Hessischen Landtag, am Arbeitsplatz, in der Freizeit, am Stammtisch, einfach immer sollten wir alle alles dafür tun, dass die demokratischen Regeln und die demokratischen Grenzen eingehalten werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Dimitri Schulz. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, Fraktionsvorsitzende der CDU, FDP, SPD und der Grünen. Als ein schwer bewaffneter Mann versuchte, die Beter in der Hallenser Synagoge zu ermorden, war keine Polizei vor Ort, obwohl es Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, war. Der Täter wurde nur durch Zufall von seinem Vorhaben abgehalten. Leider fielen ihm mehrere Menschen zum Opfer, zwei davon mit tödlichen Folgen. Wir als AfD drücken allen Opfern, auch den Intendierten, unser tiefes Mitgefühl aus. Es gibt rechten Antisemitismus, und wir haben das nie geleugnet. Das zu tun, wäre gerade nach diesem Anschlag schändlich. Und deshalb begrüßen wir es, dass Sie mit einem Entschließungsantrag reagieren. Nur möchte ich anmerken, dass wir auch die konkreten Umstände der Tat berücksichtigen sollten, damit diese Reaktion wirklich angemessen ist. Auf zwei von Ihnen unterschlagene Umstände will ich eingehen. Auf die Wünsche der attackierten jüdischen Gemeinde und auf die Rolle, die der Staat Israel bei allem spielt.
Die jüdische Gemeinde Halle verfasste nach dem Anschlag einen offenen Brief, in dem sie sich gegen jegliche politische Instrumentalisierung und gegen jede Form von Hass wendet, auch den politischen Korrekten. Zum Beispiel, ich zitiere, auch gegen diejenigen, die bestimmte Berufe ausüben, zum Beispiel in der Kohlebranche, bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Das ist eine klare Botschaft in Richtung links. Wenn Sie das ignorieren, dann können Sie noch so viele Entschließungsanträge einbringen. Es wird sich nur um Lippenbekenntnisse zu Ihrem parteipolitischen Nutzen handeln. Gerade vor diesem Hintergrund ist es unerträglich, wie Ihre Parteikollegen die Tat ausnutzten, um uns zu schaden. Ich erinnere nur an Ihre Parteivorsitzende, Herr Boddenberg, die es nach der Tat gar nicht mehr erwarten konnte, uns als politischen Arm des Rechtsradikalismus zu beleidigen. Herr Kollege Schulz, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein. Oder Frau Faeser an Ihren Genossen, Olaf Scholz, der gleich eine Mitverantwortung der AfD herbeifantasierte. Was Ihre Parteifreunde betreiben, ist eine Instrumentalisierung der Tat und damit eine Beleidigung der Opfer. Wollen Sie uns auch noch vorwerfen, dass die Landesregierung Sachsen-Anhalt trotz den wiederholten Bitten der jüdischen Gemeinde Halle keinen hinreichenden Polizeischutz zur Verfügung gestellt hatte? Es sind Ihre Parteikollegen, die dort regieren. Jetzt noch zu Israel. Sie erwähnen den einzigen jüdischen Staat in Ihrem Antrag nirgends, obwohl der Täter im Gespräch mit seinem Verteidiger kundgetan hat, an die anti-israelische Verschwörungstheorie von Zionist Occupied Government zu glauben. Der sogenannte Neuantisemitismus ist, wie die Forschung schon seit Jahren feststellt, fast immer ein israelbezogener Antisemitismus. Daher schrieb Eldad Beck, der Deutschlandkorrespondent der größten israelischen Tageszeitung Israel Hayom, nach der Tat, dass sie ihn gar nicht erstaune, weil Israel hierzulande nämlich schon seit Jahren dämonisiert werde. Herr Al-Wazir, Sie werden von der Presse so zitiert, es sei nötig, nicht gleichgültig gegenüber antisemitischen Äußerungen zu reagieren, sondern sich deutlich zu positionieren. Ich danke Ihnen für diese beherzte Äußerung, möchte Sie aber fragen, ob das auch gilt, wenn sich die Tat den Rechten nicht in die Schuhe schieben lässt. Ich erinnere mich leider an keine deutliche Reaktionen von Ihnen aus den letzten Monaten, wo wir etliche antisemitische Übergriffe muslimischen Ursprungs erlebten. Im Gegenteil, wenn islamische Antisemiten die Synagogen angreifen, nur für einen Tag verhaftet und dann wieder auf freien Fuß gesetzt werden, wie nur 5 Tage vor dem Hallenser Anschlag in Berlin geschehen, dann schweigen Sie. Ihr bildet zusammen mit Die Linke und der SPD den parlamentarischen den Arm des Antizionismus. Sie stellen eine Bundestagsvizepräsidentin, die sich genauso wie Jürgen Trittin weigerte, die BDS-Bewegung gemäß dem lauen FDP-Antrag auch nur als antisemitisch zu verurteilen. Frau Roth machte außerdem direkt nach dem Anschlag von sich reden, als sie mal wieder ihre Holocaust-Leugner-Freunde aus dem Iran herzte. Wo blieb da Ihre deutliche Positionierung, Herr Al-Wazir? Ähnliches gilt für die SPD. In einem Interview auf der Buchmesse sagten Sie, Frau Faeser, erst vorletzte Woche, wir unterschätzen den Terrorismus von rechts. Wir sagen immer, es handelt sich nur um Einzeltäter. Und man nimmt die Netzwerke gar nicht wahr, die dahinterstehen. Und das ist so gefährlich. Ich frage mich, was für Netzwerke Sie meinen. Gibt es einen von unzähligen Nazistaaten finanzierten, beständigen Nazi-Raketenbeschuss auf Israel? Gibt es alljährlich in
gibt es alljährlich in unzähligen deutschen Großstädten abgehaltene Nazi-Demonstrationen, bei denen verkündet wird, dass Jerusalem eigentlich den Nazis gehöre und Juden dort nichts verloren hätten? Sie leben in der Vergangenheit, Frau Faeser. Bei den Taten von muslimischen Antisemiten reden Sie immer von Einzeltätern, am liebsten von geistig Verwirrten. Und wenn die Brüder ihrer Genossen Aydın Özyurt die Al-Quds-Demonstration organisieren, bei denen Tausende von Moslems Hamas-Juden ins Gas skandieren, dann wollen sie da das gar nicht thematisieren. Ich sage Ihnen, was aus unserer Sicht wirklich gefährlich ist, Frau Faeser. Es ist gefährlich, dass Ihre Genossen mit den türkischen Grauen Wölfen kuscheln, der laut Verfassungsschutz größten rechtsextremen Organisation in Deutschland, wie zuletzt erst vor wenigen Wochen in Remscheid. Es ist gefährlich, dass Ihr Genosse Sigmar Gabriel, damals Parteivorsitzender, Israel bezeichnet als Apartheid-Regime, für das es keine Rechtfertigung gibt. Und welches Parteibuch besaß noch einmal der verstorbene ehemalige SS-Mann Günter Grass, der in einem sogenannten Gedicht behauptete, Israel sei die größte Bedrohung für den Weltfrieden? Wenn Ihre Genossen dazu aktiv beitragen, Vorurteile gegen Israel zu schüren, dann ist das gefährlich, weil sich dadurch Menschen von Israel bedroht fühlen, sich in Verschwörungstheorien flüchten und dann solche Taten begehen. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Chaim Noll schrieb dazu, was junge Moslems seit Jahren ungestraft tun dürfen, beanspruchen auch junge Neonazis für sich. Dass es einen deutschen Judenhass gibt, bestreitet kein historisch kundiger Mensch. Doch seine Wiederbelebung verdankt sich der deutschen Schwäche gegenüber dem Judenhass der ins Land geholten Moslems. Ich erinnere Sie alle daran, welche deutsche Partei die pro-israelischste ist und als einzige ein Verbot der Hisbollah und der BDS-Bewegung gefordert hat, nämlich die AfD. Wir waren auch die einzige weitere Partei, die für einen FDP-Antrag auf Änderung des unsäglichen deutschen UN-Abstimmungsverhaltens gegenüber Israel stimmte. Der Denkfehler, den Linke immer begehen, ist, dass sie alle Minderheiten und Verbündete untereinander für Verbündete untereinander halten. Das geht schon aus dem Titel Ihres Antrags hervor. In Ihrer Friede, Freude, Eierkuchen-Vorstellung passt die Tatsache nicht rein, dass es Minderheiten gibt, die andere Minderheiten hassen. Sie glauben wohl, dass Gefahren für Minderheiten nur von der Mehrheit kommen könnten. Aber das ist grundfalsch und gefährlich. Außerdem beleidigen Sie die deutschen Juden, wenn Sie Antisemitismus, wie z.B. in Punkt 6 Ihres Antrags, zwanghaft in einem Zug mit Ausländerfeindlichkeit zu nennen versuchen. Juden waren im Gegensatz zu allen anderen Minderheiten schon hier, als Deutschland erst entstand. Sogar wir Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sind Nachfahren deutscher Juden, die ihren deutschen Soziolekt, nämlich Jiddisch, im Mittelalter nach Osten mitgenommen haben. Juden haben schon immer zu Deutschland gehört, während ihre vermeintlichen Opfer von Fremdenfeindlichkeit meistens erst vor wenigen Jahrzehnten oder erst Jahren hergekommen sind und jetzt zum Anstieg des Antisemitismus beitragen. Herr Kollege, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Weisen wir die Unterstellung in Punkt 7 Ihres Antrags auf Entschiedenste zurück. Nicht das, was Sie als Populismus bezeichnen, bedroht den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, sondern eine völlig unverantwortliche, unkontrollierte Migrationspolitik. Sie und Sie allein haben dafür gesorgt, dass externe Auseinandersetzungen auf deutschem Boden stattfinden und sind jetzt nicht einmal ehrlich genug, sich das einzugestehen. Was Juden in Deutschland, was jüdische Einrichtungen brauchen, ist weniger Heuchelei und stattdessen mehr Entschlossenheit, zu benennen, wer nicht nur, aber hauptsächlich verantwortlich ist für den gestiegenen Antisemitismus in Deutschland. Teile Ihrer Rede. Herr Kollege, Sie müssen jetzt langsam zum Ende kommen. In unserem Antrag enthalten,
deswegen hoffe ich auf die Unterstützung der CDU. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schulz. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten, deren Fraktionsvorsitzender René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Für die Freien Demokraten ist auch heute, wie auch direkt nach dem Anschlag in Halle, Zeit, an die Opfer zu denken, an deren Angehörigen, an alle jüdischen Menschen in unserem Land, die sich jetzt alle bedroht fühlen, die alle Opfer geworden sind einer Tat, die wir in unserem Land nicht mehr für möglich gehalten haben. Und das Schicksal, eine stabile Tür, hat Schlimmeres verhindert. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie dieser Anschlag auf uns alle hätte ausgehen können, wenn die Menschen in der Synagoge nicht ein solches Glück gehabt hätten. Unvorstellbar, was dort passiert wäre. Die Freien Demokraten lehnen jede Form des Antisemitismus entschieden ab und treten überall jeder Form des Antisemitismus entgegen. Und es ist nicht nur der Antisemitismus im alltäglichen Leben. Es ist auch ganz klar unser Bekenntnis zum Staat Israel. Das ist für uns Staatsräson. Nie wieder darf der Staat Israel infrage gestellt werden in seiner Grundlage. Ich habe heute hier Reden gehört, die klug waren und die mich betroffen gemacht haben, die glaubwürdig waren und die auch nachdenklich gemacht haben. Ich habe hier auch eine Rede gehört, die mich irritiert hat, eine Rede, der die Glaubwürdigkeit fehlt, weil zwischen Worten und Handeln unglaublich viel Unterschied ist. Ich frage Sie, Kollegen von der AfD, wie können Sie hier so sprechen und gleichzeitig in einer Partei sein, die Holocaustleugner, die Parteivorsitzende in Landesverbänden, Fraktionsvorsitzende akzeptiert, die man Faschist nennen darf? Wie können Sie sich hier hinstellen, ohne Demut, ohne das zu thematisieren und in einer solchen Weise Schuldzuweisungen an andere Fraktionen aussprechen, ohne jegliche Selbstkritik? Das ist heute kein Ort zu einer Nabelschau von AfD-interner, was auch immer. Heute ist die Frage, wie gehen wir mit etwas um, einem Anschlag, einem mörderischen Anschlag, den wir nicht mehr für möglich gehalten haben. Und was ich jetzt sage, verstehen Sie das nicht als Kritik an irgendeiner Regierung oder an irgendeinem Abgeordneten. Was ich jetzt sage, ist vor allem Selbstkritik. Kritik an uns, an mir persönlich. Wir haben vor gut einem Jahr, Kollege Boddenberg hat es gesagt, am 26. April 2018 hier im Hessischen Plenum gestanden und haben schon einmal über den Antisemitismus in unserem Land gesprochen. Gute 12 Monate ist das her.
Und auch damals haben wir uns in die Hand versprochen, das darf nie wieder passieren. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, was noch passieren würde. Und heute stehen wir wieder hier. Haben wir genug getan? Waren wir energisch genug? Und was können wir tun, dass das in Zukunft nicht wieder vorkommt? Ich will darauf hinweisen, 2007 hat die damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden darauf hingewiesen, dass der Antisemitismus in Deutschland immer noch eine Heimat hat, dass ein Fünftel der Deutschen dieses Gedankengut immer noch in sich trägt. Sie sprach damals davon, dass Tabus fallen würden in unserer Gesellschaft. 2007. Wir wissen, 2015 hat der Zentralrat der Juden in Deutschland Regionen benannt, in denen sie jüdischen Mitbürgern empfehlen, die Kippa nicht mehr öffentlich zu tragen, weil es gefährlich für sie sein könnte. Und wir haben 2017 eine Anfrage in den Hessischen Landtag eingebracht, wo wir uns mit der Frage von antisemitistischen Übergriffen an unseren Schulen beschäftigt haben und haben eine bedauerlich hohe Zahl an Ermittlungsverfahren berichtet bekommen. Es ist eine Entwicklung in unserem Land, die uns nachdenklich machen muss und uns alle zusammenführen muss, was können wir mehr tun, um dieser Entwicklung entgegenzutreten und was ist unsere eigene Rolle dabei. Wir sollten nicht bei anderen suchen, sondern wir sollten uns selbst hinterfragen. Was wird aus unserer Gesellschaft, wenn die größten Tabus fallen? Wenn der politische Mord, der Anschlag auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn das wieder in Deutschland möglich ist? Was ist mit dem Respekt vor unseren Institutionen, vor den Werten unserer Gesellschaft? Als freier Demokrat weiß ich genau, dass Freiheit die Abwesenheit von Gewalt ist und Gewalt immer ein Angriff auf die Freiheit aller Bürger ist. Und darum muss es uns umtreiben, und zwar über den Anschlag von Halle hinaus, dass es nicht einfach ein Ritual wird, nach immer schlimmeren Anschlägen und Übergriffen hier zu stehen und es zu bedauern. Und ich wiederhole noch einmal, was ich am Eingang zu diesem Thema gesagt habe. Es ist keine Schuldzuweisung an irgendjemand hier. Es ist erst einmal ein Aufruf an mich persönlich. Was kann ich tun? Was können wir Freie Demokraten tun, um dieser abscheulichen Entwicklung in unserer Gesellschaft entgegenzutreten? Und so schlimm diese antisemitische Tat war, umso klarer ist doch, dass es ein Anschlag gegen unsere Gesellschaft war. Es war ein Terroranschlag, der uns alle treffen sollte. Der Anschlag auf die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger war das Instrument, unsere Gesellschaft insgesamt infrage zu stellen. Und darum ist das, was heute von Kollegen Wagner hier gesagt worden ist, es war nicht nur ein Anschlag auf das jüdische Leben in unserem Land. Es war ein Anschlag auf jeden einzelnen Bürger in unserem Land. Und als solchen müssen wir ihm entgegentreten. Es ist ein Anschlag auf unsere Gesellschaft und auf unsere Freiheit. Für mich ist es klar, dass dies jetzt ein Fokus auch unserer Politik sein muss. Wir als Freie Demokraten bekennen uns dadurch, dass wir einmal in der Legislaturperiode nach Israel reisen, um unsere Verbundenheit auch auszudrücken. Ich war jetzt zweimal bei dieser Reise dabei und habe das erlebt. Ich habe junge Menschen in Israel getroffen, eine junge Frau aus Berlin, die ist dort in die Schule gegangen und sagt mir, sie hat sich in Berlin nicht mehr sicher gefühlt. Sie hätte nicht mehr
in der U-Bahn fahren können oder in der S-Bahn, wenn sie einen Davidstern an einer Kette getragen hat. Und darum ist sie ausgewandert. Ich habe einen jungen Menschen aus München getroffen, der dort sein Abitur gemacht hat, der Ähnliches berichtet hat. Es ist nicht so, dass das jüdische Leben in Deutschland bedroht ist, oder es ist einfach schon viel weiter, als wir uns vielleicht eingestehen wollen. Wir müssen diese Frage noch ernster nehmen. Wir Freie Demokraten sind bei jeder Initiative dieser Landesregierung oder dieses Parlaments gerne bereit, mitzuwirken. Und wir werden auch weiter ganz energisch allen Feinden der jüdischen Gemeinde, des jüdischen Lebens in unserem Land und allen Feinden des Staates Israels entgegentreten. Das ist für uns mehr als Staatsräson. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit. Vielen Dank. Applaus